Ja, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, Beamter zu sein, weil ich habe es ja auch sehr, sehr gerne geregelt. Also auch wenn ich ein Freiberufler bin, der irgendwie hin und wieder mal fürs Fernsehen, fürs Radio, fürs Kino oder so arbeiten darf, ich habe gern meine Ordnung. Also Spaßkollegen von mir, die mich beim Arbeiten beobachten konnten, die halten mich ja auch für einen Steuerberater des Humors, weil ich natürlich auch immer versuche, einigermaßen vorbereitet zu sein mit irgendwelchen Zetteln. Und da sind dann Striche drauf und wichtige Sachen habe ich mir noch angemarkert und sowas alles. Also ich bin so ein kleiner Bürokrat der guten Laune. Und ich glaube, Freunde, die mich gut kennen, sagen, dass ich irgendetwas Beamtisches in mir habe. Das kann von meinen Eltern kommen. Die sind beide Beamte gewesen. Inzwischen sind sie pensioniert. Deshalb ist sozusagen das Linientreue und auch immer das Organisierte bei uns immer im Haushalt schon mit drin gewesen. Aber jetzt nochmal den Beruf zu wechseln und in so einen Fachbereich einzusteigen mit Mitte 40, das würde mir sehr schwer fallen. Da wüsste ich den Ansatz auch gar nicht. Ich wüsste gar nicht, was ich da ausrichten sollte. Man würde mich aber wahrscheinlich auch zur Sicherheit nicht einstellen. Das ist ja auch nochmal, das ist ja eine zweiseitige Sache, ne? Da muss ja auch immer einer sagen, der sagt, wir stellen diesen Palefka mal ein. Das ist eine gute Idee. Und ich glaube, derer werden sich sehr wenige finden. Nein, ich habe noch nie in einer deutschen Behörde die Fassung verloren, aber es hätte gute Gründe dafür gegeben. Ich bin mal beim Zoll. Man kann sagen, der Zoll ist eine Behörde, oder? Ja, deutsche Behörden manchmal schwierig. Ich bin mal beim Zoll gewesen und natürlich ich hatte etwas bestellt bei einem Versanddienst und zwar eine DVD. Und natürlich, was sonst? Was bestelle ich sonst? Ich bestelle nur DVDs und musste zum Zoll, weil aus irgendwelchen Gründen, die mir nicht klar waren, wurde der Versandweg Amerika gewählt, obwohl ich eigentlich eine DVD bestellt hatte, die schon aus Deutschland zu mir kommen sollte, wie mir auch eine E-Mail bestätigte, aber sie kam dann irgendwie aus Amerika. Und der Zoll hielt sie fest und sagte, wie sieht's denn aus? Da muss noch was drauf. Ich so, okay, bin dann mich zum Zoll gegangen. Da war eine Zollbeamtin. Und diese Zollbeamtin sagte mir, sinngemäß, wie teuer wäre es denn gewesen? Ich so, das weiß ich nicht mehr. Ich habe das mal vor Ewigkeiten online bestellt. Ah ja, aber die Differenz müssen Sie zahlen. Ich so, ja klar, wie hoch ist die Differenz denn? Das müssen wir jetzt erst rauskriegen. Alles klar, wie kriegen wir das denn raus? Das weiß ich nicht. Ich so, aber Entschuldigung, Sie sind doch vom Zoll, Sie müssen das doch wissen. Ja, wie hoch war der Ausgangsbetrag? Ich so, das weiß ich nicht, habe ich ja gerade gesagt, das ist schon ewig her, dass ich das bestellt habe. Gut, dann werde ich das nachgucken. Dann hat sie irgendwas auf ihrem Computer eingetippt, der aber gerade nicht online war. Dann wollte ich, und das ist kein Scherz, dann wollte ich ihr helfen und wollte den Monitor zu mir drehen, weil es war so, dass das so eine Schreibtischsituation war. Ich sage, kann ich Ihnen vielleicht helfen? Wir können in der Sekunde, und das ist kein Scherz, haut sie mir auf die Hand und sagt, nein, das ist eine andere Zollzone, hier dürfen Sie nicht arbeiten. Den Satz werde ich nie vergessen. Ich dachte, wie bitte? Also sie waren 1,50 Meter vor mir. Aber da ist eine andere Zollzone, es fehlte, dass so ein Strich auf dem Dings noch war. Das geht nicht. Wir haben auf jeden Fall, ich würde sagen, eine halbe Stunde aneinander vorbeigeredet. Die Dame hat mich dabei auch nicht angeschaut, obwohl ich versucht habe, freundlich zu bleiben. Das Lustige war nur am Schluss, als wir diese DVD dann endlich im Netz gefunden hatten und den Betrag errechnet hatten, habe ich am Schluss noch 3,46 € zurückbekommen. Dafür habe ich eine halbe Stunde mich demütigen lassen, schlagen lassen. Aber ich habe nicht die Fassung verloren, das nicht. Clarissa, was möchtest du mal werden? Ich will Tierärztin werden. Und du? Musikerin. Und du, Gecko? Ich will mal in den öffentlichen Dienst. So wie du. Es war meine Bestimmung. Ich wurde Beamter. Mein Leben war perfekt. Jeden Morgen kam ich fröhlich ins Büro geradelt, nahm meine Stechkarte und ging in die Bar. Wir werden den öffentlichen Dienst komplett umkrempeln. Das heißt, folgende Beamte sind von der Versetzung nicht betroffen. A. Beamte mit mehr als 30 Dienstjahren. B. Beamte im Polizeidienst. C. D. E. F. Beamte mit einer Behinderung. Grazie, Mama! Guten Tag. Guten Tag. Nehmen Sie... Ja, bitte? Sie müssen sich an Frau Dr. Cironi wenden. Aber ich dachte, das wäre die Sekretärin. Falsch, ich bin hier die Chefin. Scheiße, soweit ist es schon. Sie werden in Zukunft nicht mehr stempeln. Nein. Wissen Sie, wohin ich Sie schicke? Nein, ich bin schon ganz aufgeregt. Überraschen Sie mich. Ich gebe meine Festanstellung nicht auf. Ich verzichte nicht auf meinen Vollposten, Capito! Der Nordpol wollte mich verarschen. So eine verdammte Kacke. Jesus, hilf du mir bitte. Wie hast du diese Pasta gemacht? Hm? Du nimmst Wasser, du tust Spaghetti rein und dann kochst du das 30 Minuten. Ich brauch das jetzt. Nein, tu das nicht. Ich bitte dich. Kannst du mal das...
würde Behupe sein lassen. Aber ich bin Italiener. Was soll denn da? Bitte verruhig. Man schreibt nicht einfach Italienisch irgendwohin. Wikinger, du bist nur ein Wikinger. Findest du es nicht auch wunderschön? Ja, Bergen bei Nacht ist traumhaft. Nein, ich meine das Auto in zweiter Reihe. Das ist seine natürliche Position.